Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Ja, heute ist Montag, der 13. Dezember 2021. Mein Name ist Norbert Gieso und wir starten in eine neue Woche, die uns zum vierten Advent führen wird. Morgen, also Dienstag in einer Woche, endet astrologisch gesehen das Jahr 2021. Dann ist die Wintersonnenwende. Und mit der Wintersonnenwende beginnt ja zumindest meiner Auffassung nach ja das neue Jahr. Energetisch gesehen, kalendarisch braucht es ja dann noch 10 Tage länger. Und darauf laufen wir jetzt zu, also quasi die letzten 8 Tage. Passt auch, denn die Sonne ist hier im 22. Grad des Schützen, hat hier also noch 8,5 Grad zurückzulegen bis zum Eintritt in den Steinbock. Wie gesagt, bis zur Wintersonnenwende. Allerdings laufen wir auch diese Woche wieder auf interessante Konstellationen zu, denn Ende der Woche am kommenden Sonntag ist Vollmond im Zeichen Zwillinge mit der Sonne direkt vor dem Zentrum der Galaxis, also im galaktischen Zentrum. Also auch das ein sehr interessanter Vollmond, wo wir merken werden, dass diese Woche die Energie, wie ja meistens in der Zeit vor dem Vollmond, dann von Tag zu Tag ansteigend ist. Was natürlich absolut nicht negativ sein muss, denn ansteigende Energie ist ja etwas, was man durchaus auch brauchen kann. Aber erstmal zu heute, denn auch heute der Tag hat zwei Zeichenwechsel zu bieten. Mars und Merkur wechseln die Zeichen. Mars verlässt jetzt nach circa 6 Wochen den Skorpion, sein Zeichen, eins seiner beiden Zeichen neben dem Widder, in dem er sich eben diese relativ lange Zeit aufgehalten hat und wird heute Vormittag schon um 10:53 Uhr dann den Schützen betreten, sodass wir heute auch Mars Zeichen Wechseltag haben. Und da Mars grundsätzlich für Energie steht, ist das ein Tag, wo es ein bisschen unklar ist, wie es so mit dem Energiehaushalt, mit dem Energieeinsatz so ist, ne, weil eben die Zeichen Skorpion und Schütze, die ja nebeneinander liegen im Tierkreis, wie alle Zeichen, die nebeneinander liegen, von sehr, sehr unterschiedlicher Qualität sind. Und die Mars im Skorpion ist da eher nach innen introvertiert gerichtet und Mars im Schützen ist als Mars im Feuerzeichen stärker wieder nach außen gerichtet. Und diese Energie muss sich quasi erstmal zurechtfinden. Mars muss sich hier erstmal zurechtfinden. Und deswegen ist heute kein guter Tag, um initiativ mit Dingen zu beginnen. Oder man darf sich auch nicht wundern, wenn unser eigener Energiehaushalt schwankend ist. Mit Mars im Schützen, was ich natürlich in den nächsten Tagen noch aufgreifen werde, wieder. Wenn er sich da zurechtfindet, ist Mars hier, kann hier sehr aktiv sein, kann im Feuer eben auch möglicherweise manchmal vorschnell handeln, aber er kann wieder handeln. Mit Mars im Schützen ist das Energieniveau grundsätzlich erhöht und solche Dinge wie Sport, Bewegung, Aktivität, aber auch Aktivität, die sich mehr in die Zukunft richtet, ist mit Mars im Schützen sicherlich leichter möglich. Auf der anderen Seite, der eine tritt in den Schützen ein und der andere tritt aus dem Schützen aus, denn Merkur, der Sonnenbegleiter, der seit einiger Zeit der Sonne vorausläuft, Merkur hier im letzten Grad des Schützen, heute wird heute den Schützen verlassen in Richtung Steinbock. Merkur wird heute Nachmittag, Abend um 18:52 Uhr, kurz vor 19 Uhr, wird Merkur den Schützen in Richtung Steinbock verlassen. Und deswegen haben wir nicht nur einen Mars-Zeichenwechseltag heute, sondern auch einen Merkur-Zeichenwechseltag. Also einen Tag, der so ein bisschen wie so ein Urlaubsanfang oder ein Umzugtag unklar ist, in welche Richtung die Emotionen, die Energien so wirklich gehen. Grundsätzlich kann man bei dem Wechsel vom Merkur sagen, kein guter Tag, auch um mental etwas zu entscheiden. Gespräche, die uns Klarheit bringen können, super. Gespräche, wo wir beispielsweise wirklich ganz klar uns für eine Richtung festlegen sollen, lieber 1, 2, 3 Tage verschieben. Mit Mars im Steinbock dann kommt vom Merkur her gesehen eine eher nüchterne Zeit.
Merkur im Steinbock ist hier klarer im Denken, ist mehr auf das Wesentliche ausgerichtet, man könnte sagen nüchterner, aber auch konservativer, kaufmännischer ausgerichtet. Was uns auch die ganze Zeit erhalten bleiben wird, diese Woche weiterhin, ist die Konjunktion hier von Venus und Pluto. Warum? Weil Venus zwar den Pluto am Sonnabend oder am Sonntag erreicht hat, aber auch sie wird kommenden Sonntag rückläufig, wird daher im Laufe der Woche in ihrer Bewegung immer langsamer werden. Und da sich Pluto auch nur sehr langsam bewegt, hängen die beide quasi hier zusammen und werden die ganze Woche zusammenhängen, was ein grundsätzliches Potenzial für Transformation bietet, für Wandlung, für ein Erkennen, ein Umwandeln auch von Angst- und Schattenthemen, was die Venus anbelangt, aber andererseits eben auch Angst- und Schattenthemen weiterhin hochhalten kann, gerade wo es um Beziehungen und Werte geht. Also auch hier mit Venus-Pluto erwarte ich einen ungewöhnlichen und auch vielleicht schwierigen Kapital- und Aktienmarkt. Hier muss man sehr darauf achten, dass man eben einerseits Chancen ergreift, andererseits aber auch sich nicht ruiniert. Ja, und abschließend heute, viele von diesen Themen werde ich morgen vertiefen, abschließend der Mond, klar, da wir auf den Vollmond zugehen, zunehmend im Zeichen Widder, also Sonne und Mond in Feuerzeichen, was so dann erst wieder passieren wird, also wenn Mars den Widder verlassen hat, dann erst wieder passieren wird, wenn die Sonne in den Widder tritt, also frühestens im März nächsten Jahres, haben wir Sonne und Mond in Feuerzeichen, kommt also gar nicht so häufig vor, wie man das so denkt. Mond im Widder bringt meistens relativ viel Schwung mit sich, also ein Tag, der durchaus Energie hat, nur die Frage, wie wir die einsetzen, wie wir damit umgehen. Also heute ist es sicherlich besser, auch ein bisschen was zu tun, ohne damit gleich grundsätzliche Veränderungen herbeiführen zu wollen. Aber aktiv zu sein ist sicher Leute von Vorteil. Tag, wo man auch so Dinge anpacken kann, durchaus. Und der Mond wird den ganzen Tag im Widder sein und morgen früh um 9.10 Uhr wechselt er dann in den Stier. Das heißt, morgen dann Mond und Merkur und Erdzeichen wird es ein bisschen ruhiger von der Energie her, beruhigt sich das so ein wenig. Soweit erstmal für heute. Ich wünsche uns allen einen guten Wochenstart, einen schönen Montag und melde mich dann morgen wieder zum Tageshoroskop. Bis dahin, alles Liebe und tschüss.